in einer Ära. Neue Kombo ist verfügbar, du hast zurzeit 400 irgendwas. Schwierigkeit 3. Magiesteine 0 von 1. Niedriger Lyranthrop. Waage 2. Ah, das sind Waage, okay. Und Lyranthrop sind dann die kleinen Biester da. Neues Bild freigeschaltet. Schau in den Extras im Hauptmenü. Okay. Zum Talentfenster. Einfache Aktion. Neue Talente freigeschalten. Durchwelle. Das scheint das Einzige, was ich erhalten kann. Also behalten. Halte B gedrückt und um mehrere Dolche auf einmal zu werfen. Man kann maximal 5 Dolche zugleich werfen. Kaufen. Talent erhalten. So. Dann fühlt man sich wie bei Dingsbums. Wie heißt's? Wo muss ich jetzt hin? Mission verfügbar. Schließe den Level ab, indem du einen großen Wald besiegst, in dem ein Dorfbewohner, mindestens ein Dorfbewohner muss überleben. Hä, wie jetzt? Mission verfügbar. Schließe den Level ab, ohne deine Gesundheit zu regenerieren. Okay, also, ich fange mal da oben an. A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested. Tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. Okay. Dann warten wir mal ab, wie sich diese Reise weiterentwickelt. The struggle for supremacy is eternal, inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. Faith claimed that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf one's proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. Lacken ein bisschen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt dich, halt dich. Meister. So, und jetzt geht's ab. Jawohl. Ah, das kenne ich von der Demo-Version. Das ist ein mögliches Level. Ja. Oh Gott. Die Musik. Richtig episch. So. Was ich persönlich sehr gut finde bis jetzt, ist, dass die Gesundheit von einem Level zum nächsten wirklich beibehalten wird. Finde ich eigentlich positiv. Was passiert jetzt? Was Böses kommt auf uns zu. Was ganz Böses. Noch böser. Und da ist er. Der große Wal, den noch keiner jemals besiegen konnte. Y, Y, Y. Bye. Und zack, 100. Komm her. Oh, ich dachte eigentlich nicht so arg. Hey, komm. Ach, komm. Bring dich. Schaff dich. Mindestens ein Bauer muss überleben. Das klingt schon mal ganz gut, ne? Ich kriege ihn allerdings nicht klein. Nicht richtig zumindest. Ich meine, ich spiele auch nicht gerade auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad, ne? Also dritte Stufe. Sondern nicht besonders leicht zu sein. Ich meine, wenn es nicht wenigstens etwas schwer ist, macht es eigentlich auch keinen Spaß. Achtung, was ist der nächste Speicherpunkt gewesen? Ah, wenigstens da. Okay, nochmal. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Ist doch nichts. Ist doch bloß ein großer Wag. Auf, Junge. Macht den Leuten mal ein bisschen Mut. Jetzt kann man ja noch Angst haben. Black at the Black. Da bin ich. Mich kriegst du nicht. Mich kriegst du nicht. Oh, und jetzt ist das X. Oh mein Gott. Ist halt immer übler. Alter, du kleiner Kerl, du. Komm her, mein Kleiner. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Au! Aber ich finde es schon ein bisschen hart, dass die Lebensanzeige schon bei der Hälfte rot wird. Ah, diesmal sind wir besser. Ja, komm her, mein lieber Freund. Zack! Tot! Komm her! Krieg dich! Ja, jetzt krabbelt er auf seine Stimme da. Und jetzt heilt er sich auch noch. Nee, oder? Was soll denn der heißen? Au. Nein! Das war falsch. Das war falsch, das war falsch, das war falsch. Zack. Jetzt darf ich nochmal. Und ich bin eigentlich fast schon tot. So, wenn man das sagen kann. Ich bin tot. Oh, jetzt springe ich auch noch in dieselbe Richtung wie der. Ist logisch. Am nächsten Checkpoint neu starten. Ja, bitte. Ich bestehe darauf. Wie jetzt? Aber kein Speicherpunkt, wo er sich gehalten hat. Das ist aber ein bisschen blöde, ne? Oh Leute, ich treibe euch mit dem Schwierigkeitsgrad absolut in den Wahnsinn, weil ich meine, bei 15 GB kann man davon ausgehen, dass das Spiel extrem lang ist und wirklich nicht unter 50 Parts spielbar ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das interessiert uns nicht. Y, 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 Y müssen wir es machen. Komm her. Krieg dich doch.
Nein, das hatten wir doch schon. Wenn ich nur ein bisschen näher kommen könnte. Komm. Ja, schmeckt uns gut. Ja, küss dich, ne? My little friend. So, jetzt machen wir es aber besser. Oh nee. Aber wir sind Teil der Wiesel zu machen. Mit welcher Taste muss ich den Dingerwisser nehmen, ey? Das gibt's doch gar nicht. Komm her. Mit welcher Taste, bitteschön? Mit Y, glaube ich. Ah, okay, gut, jetzt habe ich es. Auf, einmal schaffen wir noch. Einmal schaffen wir noch. Und hinten rechts muss ich es machen. Das ist scheinbar die Aktionstaste bei dem Spiel. Wenn man sich da halt bei halten kann, mit der Taste, dann kann man den Knopf da auch betätigen. Komm da. Ach komm. Das geht's ja nicht, ey. Ich komm nicht an. Jawohl. Komm her. Wer gelacht, ne? Oh nee, alle Dorfbewohner sind gestorben. Ja, und jetzt geht's trotzdem weiter, oder was? Was zur Hölle? Wie kriege ich den Wagen da rein? Wenn er nicht mitmacht. Kann ich nichts machen. Was war das? Na komm schon. Mach fix. Wenn ich die Mission eh nicht bestanden habe, warum geht's jetzt noch weiter? Hallo, Junge, mach doch mal mit. Wenn du nicht mitmachst, kann ich nicht kriegen. Wobei, das kann ich ja sowieso eigentlich nicht machen. Ja, jetzt sehe ich das schon zum 15. oder 16. Mal. Jetzt mach doch mal. Mensch. Jetzt, Saga. Oder gibt es bloß Bonuspunkte, wenn ein Dorfbewohner überlebt? Da ist ja noch einer. Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the guardian of the lake.
You are from the Order? They sent you? How do I find him? He will find you. In the forest. Ja, okay, gut, also das war jetzt fehlgeschlagen. Müssen wir es nochmal machen. Aber das passiert dann im nächsten Part, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Okay, viel Spaß noch in den kommenden Videos und ciao, euer Gerd. Hallo Leute, und erstmal vielen Dank dafür, dass ihr dieses Video komplett angesehen habt. Für den Fall, dass es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch oder auf mag ich klicken. Ihr könnt dieses Video auch auf verschiedenen sozialen Netzwerken teilen. Ihr könnt dieses Video auch zu euren Favoriten hinzufügen. Und wenn ihr überhaupt keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Ich versuche weiterhin Videos zu machen in geregelten Abständen und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Und wir sehen uns spätestens morgen bei meinem nächsten Video. Und bis dahin, tschüss, euer Gerhard.